Hallo und willkommen zu Synchrotime. Ja, wir sind hier am Anfang vom Dempster Highway und wir werden jetzt mit euch zusammen bis hoch nach Tuk Toyatuk fahren. Let's go! Viel Spaß! Jetzt haben wir 735 Kilometer keine normale Straße mehr. Die nächste Tankstelle kommt dann 370 Kilometer. Die ersten 80 Kilometer sind jetzt vorbei auf Dempster Highway. Bis jetzt ist die Straße noch echt gut. Wir sind jetzt auf ca. 1200 Meter Höhe, beziehungsweise geht es wieder runter. Ja, bis jetzt. Wichtig ist halt, wenn ein LKW entgegenfährt, am besten komplett runterbremsen, dass man vielleicht nur 50 fährt oder so, weil dann bremsen die auch runter. Wir haben gestern an der Tankstelle, wo wir getankt haben, ganz am Anfang vom Dempster Highway, noch mit einem LKW-Fahrer geredet und er hat gemeint, die meisten LKW-Fahrer bremsen dann runter, wenn man selber bremst. Wenn man durchfährt mit 100, dann hält er halt auch einfach drauf und dann kann es halt passieren, dass die Steine hochschleudern und dann dadurch die Windschutzscheibe kaputt geht. Und das wollen wir nicht. Deswegen bremse ich schon runter und dann bis jetzt sind uns zwei LKWs hingekommen auf den 80 Kilometern und beide sind langsamer gefahren. Und wir sind weiter nach rechts gefahren. Und wir sind weiter, also dass du dann eingestanden Auto dazwischen passen würde. Und die Tankstelle, wo wir getankt haben, war tatsächlich günstiger als die Dawson City. Das heißt günstiger 1,48 pro Liter, aber immer noch billiger als in Deutschland. Genau. Und wir sind jetzt auch nicht mehr allein. Ja, wir haben noch Deutsche, die wir schon in Deutschland mit denen geschrieben haben und die sind hinter uns. Da seht ihr sie. Wir sind jetzt bei Kilometer 151. Fährt er hier nicht mit 100 durch meistens, sondern ein bisschen langsamer, aber guck mal, wie schön. Und jetzt essen wir mal gleich ein bisschen was. Und dann geht's weiter.
jetzt geht es ein bisschen weiter. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja. Und wir wissen nicht, ob das daran liegt, dass heute Sonntag ist oder eher die LKWs morgens oder abends fahren, aber bis jetzt haben wir eigentlich nur zwei, drei, die uns entgegenkamen und zwei, die mit uns gefahren sind. Also wir standen da jetzt schon fast zwei Stunden auf dem Platz und sind nur zwei LKWs vorbeigefahren. Vielleicht ist es besser, am Wochenende zu fahren, wenn da wirklich weniger LKWs fahren. Das sehen wir aber morgen und übermorgen auf dem Rückweg oder auf weiterem Weg, wie viele wirklich unterwegs sind. Sicherheitsfunktion. Ich nicht machen. Meine Sicherheitsfunktion der Cox anmachen. Ja, ich will. Ja, ich muss es ja dann teilen. Ist ja auch klar, ne? Muss ja so oder so teilen. Ja, vielleicht
anderer Linie. Truck eben. Hm. Nee. Weil das sind komische Pumpstütze. Thank you.
So, die Sprinties fahren jetzt wieder zurück. Die sind mit uns nur zum Arctic Circle gekommen. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Inuvik. Das Problem ist, wie man hier auch gut sieht, es hat geregnet heute Nacht. Und uns kamen schon ein paar Wohnmobile entgegen mit normalen Reifen, die umgedreht haben, weil es wohl zu schlickig ist, zu matschig. Und es ist halt auch schon ein Bus und ein Pickup stecken geblieben. Genau. Sind jetzt nicht mehr auf dem Weg, aber wahrscheinlich haben sie hohe oder viele Furchen reingemacht. Jetzt gucken wir uns den Weg einfach mal an und ja, da nehmen wir euch natürlich mit. Da fahren wir jetzt hin. Und da ist der Arctic Circle.